So, es ist der letzte Part bei The Legend of Zelda, The Oracles, Teil 2, Oracle of Ages. Die Mächte der Schatten schwinden, das Schloss gerät ins Wanken. Wir müssen hier verschwinden. Was sollen wir nur tun? Die Makubäume rufen. Übrigens ist es hier, wenn man auf Oracle of Seasons durchspielt, kommen da die normalen männlichen Makubaumblätter so. Link, du hast es geschafft. Ich habe an dich geglaubt. Überlass das mir. So, der Makubaum bringt uns natürlich raus. Sie freut sich natürlich. Link, mein lieber Link. Willkommen, Link. Überall herrscht Frieden. Ich wusste, dass du es schaffst, Link. Herzchen. Und dass du zurückkommst. Du bist zurück, Zelda. Du bist zurück, Link. Sieht man das nicht? Es ist vorüber, nicht wahr? Ich wusste, du würdest einen Weg finden, Link. Lass uns wieder ta zusammen tanzen. Prinzessin Zelda, ich bin froh, dass du sicher zurückgekehrt bist. Link, du hast all meine Erwartungen erfüllt. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich glaube auch, dass ich für die gute Impa immer eine andere Stimme hatte. Link, die drei Triften. Die drei Dreiecke auf deiner linken Hand stehen für Kraft, Weisheit und Mut. Dies sind die Zeichen eines Helden, der bestimmt ist, den wankenden Frieden Hyrule zu retten. In Hyrule zu retten. Mit den Essenzen der Natur und der Zeit. Mit deinem Mut hast du die Mächte des Bösen in die Schranken gewiesen. Diese Führung des Triforce hat dich zu diesem legendären Helden gemacht. Danke, Link. Kuss! Der Makubaum. Oder auch Link. So, hier sieht man nochmal alle zusammen mit dem weiblichen Makubaum. The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, das war's mit diesem Spiel. Das Let's Play ist vorbei. Ja, wie gesagt, mit den Passwörtern, da wollte ich eigentlich noch die anderen machen, aber ich habe irgendwie die Zeit dazu gefunden, da wirklich was zu machen. Man sieht hier Naru und Ralf, wie sie mit Einkaufen beschäftigt sind. Weiß der Teufel, wo sie auf einmal so eine große Stadt her haben, wo sie einkaufen können. So. Ja. Wie schon im letzten, also dem ersten Oracles angepriesen habe, werde ich jetzt mein kleines Fazit ziehen. Oh, da gab es einen Geruhen. Und Din, wie sie wieder fröhlich tanzt. Ja. The Oracles, was kann man zu diesen beiden Spielen sagen? Also ich finde, dafür, dass... Ja, hier kann der blöde Benny fliegen. Mit seinen blöden Bananen. Hier ist wieder Dimitri, der schon gleich wieder weg. Ja, ich lasse mich immer ablenken. Und da kommt natürlich erstmal nochmal der gute Ricky, boxt uns mit der Hand so. Bing. So. Ja, was gibt es zu diesem Spiel zu sagen? Im Grunde genommen, ich finde es eine sehr, sehr gute Idee, eigentlich zwei Spiele zu machen, die storytechnisch doch ähnlich sind, aber dann doch wieder was Verschiedenes und und auch kombiniert werden können. Also wie gesagt, man kann beide Spiele miteinander kombinieren, man muss es nicht tun, man kann auch beide einzeln durchspielen. Ja, hier kommen wieder die schönen Credits, wo ich das letzte Mal tappen musste, das weiß ich noch.
ja, wie gesagt, man kann beide Spiele einzeln durchspielen. Das ist wirklich möglich. Aber so wirklich storytechnisch was hinzugekommen ist jetzt nicht so durch die Kombination. Man muss auch man muss auch bedenken, dass das im Grunde genommen Game Boy Color Spiele sind und nicht Game Boy Advance oder Game Boy Nintendo DS oder sowas, sondern wirklich diese uralten Nintendo Game Boy Color Spiele sind. Und die haben nicht gerade wirklich sehr viel Speicher. Und dass da allerdings so viel drauf ist. Also da sind wirklich mehrere Passwörter mit bei. Viele, viele Sachen, wie zum Beispiel auch die Beschaffung des Bumerangs und sowas. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen zufriedenstellen. Mit der Heroenhöhle, da muss ich dazu sagen, da habe ich bis zum vorletzten Raum wirklich alles gemacht. Das war also der vorletzte Raum. Der letzte Raum ist, glaube ich, nur noch ein bisschen Schieberätsel und das war's. Danach bekommt man schon den Kraftring Level 3. Wer allerdings jetzt sagt, hör mal lieber Blatrings, ich mach für dich diese eine Stelle und du zeigst dann den Schluss. Also ich würde dann zeigen, wie das ungefähr dann geht und würde dann in den nächsten Raum gehen. Wer das vielleicht für mich machen möchte, den kann ich wirklich nur sagen, schreibt mich an, dann gibt es noch so einen kleinen extra Part dazu, wie ich dann die Heroenhöhle eben halt beende. Wie gesagt, allerdings, rätseltechnisch ist das Stärkste, was es geht. Ich glaube nicht, dass das in Oracles of Season jetzt so schwer war. Ich meine, da hätte ich es durchgeschafft. Ohne größere Probleme. So, hier sieht man natürlich wieder drei Vögelchen. Und ja, was kann man im Grunde genommen zu diesem Spiel hier noch sagen? Außer, dass Link sich jetzt hier von den Leuten verabschiedet. Und wieder heimfährt. Im Manga ist es dann so ein kleiner Bauernhof. Ist übrigens auch lustig gemacht, also solltet ihr vielleicht mal reinschauen. Ja, so end. Das war's. Noch so ein kleines Fazit von mir. Das Spiel hat eben halt wirklich Spaß gemacht im Fazit-Level Part 3 oder sowas. ja. Was kann man noch dazu sagen? Grafik ist es natürlich genauso wie Link's Awakening. Das wurde auch schon von einem User schon genau erkannt. Aber wie gesagt, das Spiel ist nicht für den normalen Game Boy erschienen, sondern gleich für den Game Boy Color. Die Module haben auch ein bisschen anders ausgesehen. Ich habe nämlich die Originalmodule hier auch noch. Ja, wie gesagt, es ist, wenn man ein Teil spielt, hat man wird noch, ich glaube, noch nicht mal Zelda erwähnt. Erst wenn man beide kombiniert, dann wird es Zelda mit erwähnt. Und man sieht, Ganon ist auch mit dabei. Sprich wirklich, jeder kommt mit dabei. Und ich fand das eigentlich ganz gut, dass ich Ganon doch ganz so easy besiegt habe und dass ich auch den Herzring Level 2 bekommen habe. Das lässt mir keine Ruhe, dass ich den bekommen habe. Dann kann ich euch nur sagen, also Herzring Level 1 könnt ihr eigentlich in eine Tonne treten, erst den Herzring Level 2. Damit könnt ihr wirklich erst was reißen, also der Ring rettet euch den hinteren Teil. Das kann ich euch sagen. Ich meine, ihr habt das ja bei mir selber gesehen, halbes Herz und ich hatte am Schluss dann 2,5 Herzen oder sowas oder 3 oder 3,5. Ja, das war es im Grunde genommen mit diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, weil die Spiele finde ich einfach ziemlich genial. Ich mag Zelda, bis auf Twilight Princess, zumindest die Wii-Version, die ich mal gezockt habe. Ich weiß nicht, Twilight Princess wirkte zwar so erwachsen und sowas, im Gegensatz zu
zu Wind Waker. Wobei ich sagen muss, Wind Waker hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, aber wir reden jetzt hier über dieses Zelda, The Oracles, beide. Ich finde die Spiele sehr, sehr gut gemacht und ich sage, spielt sie, denn die machen wirklich Fun, auch wenn die Rätseleinlagen manchmal wirklich sehr, sehr knifflig sind, so, vor allem diese Laufrätsel, also wer da sagt, da machen mir andere Rätsel mehr Sorgen, dem wird es nur viel Spaß, die zu lösen. Naja, das war's. The Legend of Zelda Oracle of Ages ist beendet. Und ich sage, bis zum nächsten Let's Play. Blattrix FB meldet sich ab von Zelda. Höchstwahrscheinlich nicht das letzte Mal.